Mit gefesselten Händen und Plastiktüten über dem Kopf stand diese Gruppe am Donnerstag vor dem ukrainischen Parlament in Kiew. Symbolisch wollten sie 103 Gefangene darstellen, die im Osten des Landes in die Gefangenschaft prorussischer Rebellen gerieten. Das hier ist ein Flashmob, die symbolische Darstellung einer Hinrichtung. Was wollen wir damit sagen? Wir wollen zeigen, dass unsere Leute dort hilflos sind, vor allem rechtlich gesehen. Von offizieller Seite aus wird der Konflikt nicht als Krieg anerkannt. Dadurch ist der Status der Gefangenen nicht geklärt und sie wollen sie nicht freilassen. Die Auseinandersetzung zwischen prorussischen Rebellen und dem ukrainischen Militär im Osten der Ukraine hat im Sommer 2014 begonnen. Der größte Austausch von Gefangenen seit Beginn des Konflikts fand im Dezember 2017 statt. Damals soll Kiew 306 Gefangene der Rebellen freigelassen haben und im Tausch 74 Gefangene zurückerhalten haben. Seither ist der Austausch von Gefangenen zum Stocken gekommen.